Heute fahren wir nach Waldstätten und machen dort eine kleine Wanderung. Unterwegs besuchen wir bei Schwäbisch Gmünd die römische Ausgrabungsstätte Schirrenhof. Es gibt hier einiges zu sehen, aber das steht heute nicht auf unserem Programm. Wir kommen später nochmal her. Das römische Kohortenkastell Schirrenhof wurde um die Mitte des 2. Jahrhunderts nach Christus für die Cahors Flavia Raetorum angelegt. Heute ist es eine archäologische Reservationsfläche für künftige Forschungsvorhaben. Das Badegebäude hatte nicht allein hygienische Funktion, sondern diente auch als geselliger Treffpunkt. Die Teilrekonstruktion über dem Originalmauerwerk führt den antiken Bäderbetrieb vor Augen. Gut gestaltete Informationstafeln informieren über das römische Leben vor 2000 Jahren im Remstal. Hier verlief die Binnengrenze zwischen den beiden römischen Provinzen Germania Superior und Rätien. Am Rodenbach endete auch der Befehlsabschnitt des Lorer Kommandanten und begann der des Präfekten vom Schirrenhof. Auf rätischer Seite kontrollierte als erstes die Besatzung des Kleinkastells Freimühle, denn durch das Remstal zog die wichtige militärische Verbindungsstraße, die von Lorch kommend bis zum Rodenbachtal auf der Höhe des Kastells Schirrenhof den Fluss kreuzte, um dann südlich weiterzuziehen. Wir folgen dem blauen Strich, sehr gute Beschilderung. Wir kommen unterwegs bei der Patriziuskapelle vorbei. Sie wurde 1774 von der Kapitelsherrschaft Ellwangen gebaut, durch ein Gelöbnis der Ortsbauern von Stoffel zur Abschirmung der grassierenden Viehseuche. Dieses Kälbchen ist gerade vor 30 Minuten auf die Welt gekommen. Wir verlassen jetzt Weilerstoffel und gehen zu unserem nächsten Ziel, der Reiterleskapelle. Von nun an geht Stramberg auf. Ungefähr 600 Höhenmeter haben wir insgesamt auf 15 Kilometer. Mein lieber Herr Gesangsverein, er kommt ins Schnaufen.
einem anstrengenden Aufstieg haben wir die Reiterlöskapelle erreicht. Reiterle Stadt Malle, auch sehr schön. Wir haben einen schönen Tag. Von hier oben hat man eine tolle Aussicht, wenn nur der eiskalte Wind. Kommt. 1910 veröffentlichte der damals 77-jährige Lehrer Bernhard Gaugele aus Donsdorf ein Büchlein mit dem Titel Meiner Heimat, Täler und Höhen. Neben vielen anderen Sagen schrieb Gaugele die Entstehungsgeschichte der Reiterleskapelle. Damals saß auf dem Hof zum Tanner ein recht wohlhabender Bauer namens Reuterle, der mit seinem Gelde dem Rot häufig aus Verlegenheit geholfen hatte. Reuterle gehörte zu den besten Freunden Roths und war oft als Gast im Winzinger Schloss zu sehen. Nach den Begräbnisfeierlichkeiten ordnete Reuterle sofort mit dem Amtmann David Kugler seine Geldangelegenheiten und mag sich dabei etwas zu lange verweilt haben. Erst nachts um 11 Uhr trat er den Heimweg an. Da sei dem Manne etwas Haarsträubendes passiert. Auf dem Zugmantel zwischen Rechbergle und Blossenberg, etwa eine Viertelstunde von Tannweiler, sprengte von Roth auf einem Pferde ohne Kopf, begleitet von vielen Hunden ohne Köpfe, unter Sturmgebraus und Hundegekläff von Kranekehr an Reuterle heran. Im Schrecken lüpfte Reuterle seine Mütze und grüßte: Guten Abend, Herr Hauptmann. Das hätte der Mann nicht tun sollen. Der Geist brüllte mit unnatürlicher Stimme: Würde ich dich nicht so gut kennen, ich zerrisse dich zu Zunder und Fetzen. Dann stürmte das Gespenst weiter unter Hallo, Hussa und Hundegekläff, als ob der wilde Jäger und Wodans Heer dahinfahre. Reuterle hörte noch, wie sich die wilde Jagd unter schrecklichem Lärm und Gekrach in den Heldenberg hinüberzog, worauf ihm die Sinne schwanden. Als er aus seiner Ohnmacht erwachte, läutete eben die Morgengebetsglocke von Wiskolding herüber. Reuterle betete den Engel des Herrn und empfahl die Seele des verstorbenen Freundes der Gnade Gottes. Zugleich aber gelobte Reuterle, für die Seelenruhe desselben eine Kapelle zu erbauen, welches Gelübde er auch einlöste. Es ist die am östlichen Fuße vom Rechbergle errichtete St. Leonhards Kapelle, Reuterles Kapelle. Unser nächstes Ziel ist der Stulfen. Der Weg führt sehr steil bergauf. Auf unserem Weg zum Stulfen haben wir immer wieder eine schöne Aussicht. Aus der Ferne grüßt der Hohenstaufen. Thank you.
Wir sind jetzt auf dem Stufen. Es war eine ordentliche Plackerei, aber dafür haben wir eine Aussicht wie vom Flugzeug aus. Den Bergrad geht es nun nach Rechberg nach bergab. In der Ferne grüßt die Ruine Hohenrechberg. Seit dem 15. Jahrhundert ist auf dem Berg eine Wallfahrtsstätte nachgewiesen. Zusammen mit der Ruine Hohenrechberg und den drei Kaiserbergen bildet sie ein Wahrzeichen der Region. Der Gipfel des Stufen ist ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderer und Mountainbiker. Nach ein paar Kilometern haben wir Rechberg erreicht. Seit Ende des 11. Jahrhunderts ist der Hohenrechberg ein Gnadenort. Damals brachte ein Einsiedler ein schönes, aus Lindenholz geschnitztes Marienbild mit. Er erbaute für dieses Marienbild eine hölzerne Kapelle und für sich eine schlichte Klause. Von nah und fern kamen damals schon kranke und hilfsbedürftige Menschen, um die Gnadenmutter vom Hohenrechberg um Hilfe zu bitten. Das Gnadenbild stammt aus der Zeit zwischen 1380 und 1450 und ist ca. 77 cm hoch.
Nächstes Ziel auf unserer Wanderung ist die Ruine Hohenrechberg. Ein Ulrich von Rechberg wurde 1179 erstmals genannt. Er war vermutlich der Erbauer der Burg. Die staufische Dienstmannenburg war Stammsitz der späteren Grafen von Rechberg. Sie bildete den historischen und administrativen Mittelpunkt ihres Herrschaftsbereiches. Bis 1585 regierte die Herrschaft direkt von ihrer Stammburg aus. Sowohl 1648 im Dreißigjährigen Krieg wie auch 1796 zur Zeit der französischen Revolutionskriege wurde die Burg zwar von den Franzosen besetzt, aber nie zerstört. Am 6. Januar 1865 wurde die Burg durch ein vom Blitzschlag ausgelöstes Feuer zur Ruine. In diesem Turm gibt es auf 3 Stockwerken Gefängniszellen. Noch 3 Kilometer und dann haben wir unseren Ausgangspunkt der Wanderung Waldstätten wieder erreicht.